Nach der Renovierung stellt der Christina Gomkötőné Kemény, Mitglied der Deutschen Selbstverwaltung von Badasek, unserem Team das Haus vor. Wir sind jetzt im Deutschen Haus Badasek. Dieses Haus ist eine regionale Begegnungsstätte der Ungarndeutschen. Die Renovierung und die Einrichtung wurde teils von der ungarischen Regierung gefördert, teils von der Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat. Das Deutsche Haus ist ein zentraler Ort in der Region, in dem regelmäßig verschiedene Programme organisiert werden. Die deutsche Selbstverwaltung möchte, dass Kindergarten und Schulkinder das Gebäude besuchen. So werden verschiedene Aktivitäten organisiert. Dieses Haus hat mehrere Funktionen. Wie gesagt, es ist eine regionale Begegnungsstätte, also wir erwarten in dieses Haus nicht nur die Einwohner von Badasek, sondern die deutsche der ganzen Umgebung. Wir haben verschiedene Veranstaltungen für Sie. Heute findet zum Beispiel ein Vortrag über die Geschichte der Deutschen, über die Geschichte der Deutschen in Ungarn statt. Wir hatten schon verschiedene Filmabende veranstaltet. Außerdem haben wir auch kulturelle Programme. Im Haus ist auch eine Bibliothek. Wir sind jetzt in der Bibliothek. Die Bibliothek wird bald vollständig eingerichtet. Also hier ist schon alles voll mit Büchern. Und dann erwarten wir auch Kindergartengruppen und Grundschulgruppen. Und wir möchten mit ihnen Sprachförderung machen. Außerdem basteln wir auch mit den Kindern. Es ist schon zu einer Tradition geworden, dass wir am Gründonnerstag mit den Kindern basteln vor Ostern. Aber wir treffen uns hier auch an anderen Festen, zum Beispiel auch an Weihnachten, auch an Pfingsten. Und wir haben dann verschiedene Programme. Am Pfingsten ist unser traditionelles Pfingststrudelfest. Wir machen selbstgemachte Strudel und diese Strudel werden dann auf dem Marktplatz verkauft. Nach der Besichtigung des Deutschen Hauses wurde das Publikum mit einer Präsentation von Peter Tress verwöhnt. Diese Programme bringen auch die Menschen zusammen und haben somit eine gute gemeinschaftsbildende Funktion im Leben der Stadt. Tress Peter vagyok, bátaszéki születésű, és bár jó néhány éve nem élek már Bátaszéken, továbbra is érdekel engem Bátaszék, a bátaszéki németek története. A mai előadás pedig a bátaszéki németek történetének egy részét fogja bemutatni, mégpedig az 1718-tól 1849-ig tartó időszakot. 1718-ban érkeztek Bátaszékre az első telepesek, és 1849 ugye a magyar történelem egy markáns időpontja. Die örtliche deutsche Selbstverwaltung ist sehr froh, einen Ort zu haben, an dem sie traditionelle Programme für Interessenten anbieten kann, sagte Christina Gomkötőné Kemény. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir ein Haus haben, sozusagen für uns, dass wir ein Zuhause haben. Im Badasek gibt es ja ein Heimatmuseum, es gibt auch hier einen ungarndeutschen Lehrpfad und deshalb war es sehr wichtig, dass die deutsche Gemeinschaft hier auch ein Zuhause hat, ein Haus hat, damit man verschiedene Programme den verschiedenen Altersgruppen anbieten kann. Das Haus wurde in den letzten Jahren mehrfach renoviert und das jetzige bedeutet noch nicht den endgültigen Zustand. Es gibt zahlreiche Pläne für die Zukunft und sie hoffen, dass sie verwirklichen können.